Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu den nächsten FC News mit heute zwei Punkten, wo wir drüber sprechen möchten. Und ein Punkt ist auf jeden Fall positiv, der andere ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber ich glaube und denke, ihr nehmt das Ganze mit Humor und wir fangen erstmal mit dem positiven Punkt an. Und hierbei gehen wir nochmal zurück auf unser Spiel gegen den VfL Osnabrück. Denn es musste ja Marc Uth, Timo Hübers und auch Davy Selke alle verletzt bzw. angeschlagen raus. Der FC vermeldete jetzt offiziell auf seiner Homepage am heutigen Dienstag, dass man Entwarnung geben kann, spezifisch für Timo Hübers. Der wird auf jeden Fall jetzt wieder ins Training einsteigen und dann in Dortmund dabei sein. Was schon mal sehr wichtig ist, weil Hübers und Chabot im Verbund in der Innenverteidigung in Osnabrück schon ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben, wie ich finde. Und bei Marc Uth und Davy Selke ist es so, dass es keine strukturellen Verletzungen sind, also schon mal keine wochenlangen Pausen, Gott sei Dank. Es ist aber in jedem Fall so, dass in Absprache mit den Physios und mit den Ärzten abgewägt wird, wann ist denn der beste Zeitpunkt. Da wird jetzt von Tag zu Tag geguckt, wann die Jungs wieder einsteigen. Es könnte aber durchaus gut sein, dass sie dann zumindest eine Alternative für Dortmund, schrägstrich dann sogar in Person jetzt auf Davy Selke, Marc Uth jetzt eher nicht, aber Davy Selke dann vielleicht sogar starten könnte. Dann ist es so, dass wir natürlich noch hoffen, dass Lubi zurückkehrt, weil Dejo ist auch essentiell wichtig. Ich glaube, das hat man auch in Osnabrück gesehen, dass da schon im Mittelfeld jemand gefehlt hat, der so ein bisschen zwischen Mittelfeld und Angriff so im Verbund agieren kann und auch die Mannschaft so ein bisschen mitziehen kann. Ich denke, das kann Ljubicic, deswegen ist auch er unfassbar wichtig. Hoffen wir, dass so viele Spieler wie möglich am Start sind. Natürlich, ich will jetzt hier nicht schwarz malen oder zu negativ sein, versteht das nicht falsch, aber rein grundsätzlich fährt man jetzt auch nicht nach Dortmund mit der Erwartung, dass man dort gewinnt. Also ich denke, die Mannschaft wird wieder alles raushauen, alles geben, aber es ist natürlich trotzdem zu hoffen, dass so viele Spieler wie möglich da an Bord sind, damit wir ja im Idealfall da über uns hinaus wachsen und ein Spiel machen, was keiner von den Leuten für möglich hält. Deswegen, Freunde, drücken wir die Daumen, dass die Jungs dann fit werden, gerade Uth und Selke dann und auch Ljubicic fürs Dortmund-Spiel. Und wir kommen zu Punkt Nummer 2. Es ist ein Punkt, aber es sind drei Spieler, die so ein bisschen im Fokus sind. Die werden wir jetzt nach und nach abarbeiten. Transfergerüchte. Transfergerüchte, meine Freunde. Gibt es natürlich immer wieder welche, die machen Sinn. Andere, die sind einfach mal so dahergesagt, wahrscheinlich von irgendeinem Fan oder so ins Leben gerufen. Und das erste Transfergerücht hat wahrscheinlich der ein oder andere von euch gelesen. War über Transfermarkt, ist aber nicht mehr zum Zeitpunkt der Videoaufnahme online drin. Vincenzo Grifo und der 1. FC Köln. Und da habe ich mir halt gedacht, what? Also macht halt wirklich von allen Seiten überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde so weit gehen, Vincenzo Grifo ist nicht nur einer der Topscorer, auch ein absoluter Führungsspieler bei Freiburg. Man hat gerade in der Station bei Gladbach-Hoffenheim hat man gesehen, dass er da nicht so berauschend gut funktioniert hat. Ist, glaube ich, ein Spieler, der halt einfach nach Freiburg gehört, meiner Einschätzung nach, weil auch Christian Streich und dessen Fußball einfach zu Grifo passt. Deswegen absolutes Wow-Gerücht. Zudem, wie soll der FC sich ihn leisten? Er spielt mit Freiburg Europa League. Mit dem FC würde er halt voraussichtlich, also mehr wäre natürlich schön, aber im Mittelfeld spielen. Also macht halt wirklich gar keinen Sinn. Also das war wahrscheinlich, was ich eben angedeutet habe, einfach so ein Gerücht von irgendeinem Fan, der das ins Leben gerufen hat. Vielleicht ja sogar ein FC-Fan, der Italiener ist, der sich gedacht hat, boah, Grifo beim FC, da hätte ich Bock. Macht aber halt wirklich keinen Sinn. Für den FC nicht bezahlbar und für den Spieler rein sportlich macht es halt einfach keinen Sinn. So ehrlich muss man sein.
Dann gab es in den letzten 2 Wochen das Gerücht, dass der FC aus Marokko einen Linksverteidiger haben möchte. Hierbei geht es um Yahia Atiat Allah. Ja, wilder Name, ich weiß, Linksverteidiger, Marokkaner, spielt in der ersten marokkanischen Liga und ist auch Nationalspieler von Marokko, ist von Haus aus Linksverteidiger, kann aber auch im linken Mittelfeld und auf dem linken Flügel spielen, ist allerdings schon 28,5 Jahre alt. Ich glaube, dass auch hier nicht allzu viel dran ist. Ich glaube, dass das eher so ein Gerücht war, was vielleicht entstanden ist, einfach aufgrund, da Christian Pedersen ja vor dem Absprung war, wo es jetzt eigentlich, glaube ich, eher danach aussieht, dass er bleibt. Aber selbst sollte Christian Pedersen den Verein noch verlassen, wir haben, finde ich, mit Paccarada einen tollen Spieler geholt, einen guten Deal gemacht. Man hat mit Max Finkgräfe ein Talent, wo Steffen Baumgart absolut drauf steht, sagt er zumindest. Und wir hätten auch noch dann irgendwann, wenn er mal wieder fit wäre, noch Noah Katterbach. Plus, wir hätten noch die Option, Benno Schmitz dorthin zu stellen, falls Rasmus Carstensen sich dann doch festspielt und seine Entwicklung krasser wird, als man vielleicht zumindest zum aktuellen Stand vermutet. Deswegen, selbst bei Abgang Christian Pedersen haben wir da auf jeden Fall noch einige Alternativen auf der Linksverteidigerposition. Und ganz ehrlich, für Linksaußen, klar, auf der einen oder anderen Offensivposition hapert es. Auf Flügel ist halt so eine Position, weil wir da schon Spieler brauchen mit Tiefgang, mit Tempo. Ich kann jetzt zu ihm nichts sagen, vielleicht hat er das Tempo, aber ich würde jetzt einfach mal so behaupten, die allerhöchste Technik wird er halt wahrscheinlich nicht haben, sonst wird er halt nicht in der marokkanischen Liga spielen. Kein Disrespect oder so, Freunde, aber ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie hoch oder wie niedrig die Qualität in dieser Liga ist. Deswegen hier einen Spieler zu holen, der 28,5 Jahre alt ist, der eigentlich eher gelernter Linksverteidiger ist, halte ich halt nicht für eine sinnvolle Besetzung. Deswegen auch das ein Transfergerücht, wo ich sage, absoluter Schwachsinn. Und ja, das dritte Gerücht, und damit beenden wir dann den zweiten Punkt. Hier aber geht es nochmal um Farid Alidou. Hier wird weiterhin berichtet, dass Spieler und FC sich das sehr gut vorstellen können, dass man da eigentlich nahezu einig ist. Eintracht Frankfurt stellt sich da immer noch quer. Die wollen nämlich nur eine Leihe haben. Der FC würde am liebsten Leihe mit Kaufoption. Ja, es ist halt die Frage, hat der FC noch, bis das Transferfenster abläuft, noch die Möglichkeit, eine andere gute Option zu bekommen, wo man dann verpflichten kann in Sachen Kaufen direkt oder Leihe mit Kaufoption, dann sage ich, dann sollte man eher das machen. Wenn man aber jetzt gar keine Möglichkeiten mehr hat und ein Lindenmeier jetzt doch noch ein bisschen länger ausfällt, ja, dann leiht euch halt Alidou nur aus ohne Kaufoption. Wir brauchen auf dieser Flügelposition noch eine Option, weil wir haben halt immer und immer wieder leider Ausfälle. Und wir brauchen halt Leute mit Speed, die auf die Kette zulaufen, die mal 1 gegen 1 versuchen. Das hat man auch jetzt im Spiel gegen Osnabrück gesehen, dass wir durch eben die Ausfälle da jetzt nicht mehr so viele Varianten haben. Und da noch ein junger Spieler, der die Bundesliga kennt, das ist halt der Vorteil bei Farid Alidou, wäre dann natürlich top. Allerdings ja, sollte man natürlich trotzdem noch die Augen offen halten, ob es vielleicht noch andere Optionen auf dem Transfermarkt gibt oder sich vielleicht noch bis Ende August ergeben können. Freunde, schreibt mir eure Meinung mal unten rein. Wie wichtig empfindet ihr es, dass unsere Spieler dann doch nicht schwerst verletzt sind? Ut, Selke und Hübers. Hübers würde in Dortmund dabei sein. Selke und Ut muss man abwarten. Ich hoffe aber zumindest, dass Selke da am Start sein wird. Ja, was sagt ihr zu den Transfergerüchten um Griffo und Atiat Allah? Sagt ihr auch, beides macht gar keinen Sinn und ist Quatsch? Oder könnt ihr mir vielleicht sogar was über einen zweiten genannten Spieler sagen? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, Farid Alidou haben wir schon oft drüber gesprochen, aber auch da könnt ihr gerne nochmal was unten reinschreiben, wenn ihr möchtet. Würde mich natürlich wie immer neben euren Kommentaren über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabius raus, haut da rein und ciao.